Ich bin wieder beim Patrick. Ich schaue mir heute mal den T3 an. Katastrophe. Also hier braucht man nicht mehr viel. Das ist ja da, wo der Sicherheitsgurt dran hängt. Das Loch ist nicht original. Das ist original. Hier fehlt komplett alle Federn. Also der eine Belag fehlt auf der Seite, die Federn fehlen. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen auf dem Kanal Bodenfreiheit. Ich bin wieder beim Patrick. Ich schaue mir heute mal den T3 an. Ich habe mitbekommen, die ersten Bleche sind schon rausgeflogen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was er gefunden hat, was er zu erzählen hat. Wir schauen uns den T3 jetzt gemeinsam an. Also viel Spaß beim Video. Bleibt dran. So, der Chef ist da. Da steht unser schönes Fahrzeug. Und was sagst du? Katastrophe. Katastrophe, ey. Positiv. Nee, schon Katastrophe. 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 Also hier haben wir schon mal festgestellt, Katastrophe. Katastrophe. Die Achsaufnahme wurde schief eingebaut, oder? Richtig? 5-6 Millimeter. Ja. Ja, dementsprechend habe ich jetzt so einen Überbiss und das Auto würde so natürlich niemals geradeaus fahren. Ja. Also sie ist jetzt übertrieben so eingeschleust, so und so schräg. Ja, also ich dachte mir, als ich das Ganze schon gesehen habe beim Abladen, dass das eventuell sich setzt, wenn das Auto wieder steht, aber jetzt haben wir im Prinzip gesehen, dass das leider nicht so ist. Genau, jetzt quatschen wir mal ein bisschen, schauen uns das Auto an und ja, ich sehe, es wurde schon einiges entrostet. Spachtel runter, genau. Völlig unnötig, dicke Spachtel. Jo. Okay, ich quatsch mal ein bisschen. 121 mm. Und die andere Seite? 100? 126. Also es sind fast genau 5 mm, die wir jetzt hier verschoben sind. Super. Und das schaut auch nicht geil aus. Nee, das sind ja die Punkte, wo ich gesagt habe, wo man wahrscheinlich, wenn man es aufschneidet, sehen, was da hinten vorkommt. Ja, das ist Kunst. Und hier fehlt auch die... Also normalerweise läuft der Innenschweller, der vom Bode herkommt, läuft normal hier bis hin drüber, weil ja quasi hier auf dem Gelenk die ganze Last hockt. Ja. Und dann ist so ein Gefriemel hier eigentlich auch nicht dran. Das ist dann, wo ich sage, das hebt mal ein paar Monate im schweren Gelände vielleicht dreimal und dann ja, kannst du wegschmeißen. Was eine Scheißkatastrophe, Alter. Scheiße. Und hier war auch der Rost dran, ne? Ja. Das ist da, wo die inneren Seitenwände aufeinander kommen, also die Innenverstrebungen. Aber das kann man rausoperieren. Das wird man jetzt hier rausschneiden, sauber. Ja. Blech wieder auf Stoß einsetzen, sauber verschleifen. Ja. Und Spachtel war jetzt nicht so schlimm, ne? Also teilweise unnötig, ja, viel zu dick. An ein paar Stellen, jetzt so wie hier, das würde ich auch so lassen, nur gescheit abziehen halt, also nicht zu übertreiben. Ja. Und das hier jetzt genauso, gerade nochmal klopfen, ein bisschen richten und dann kann man das abziehen mit dem Spachtel, weil Spachtel ist nicht da zum Modellieren, meine Augen. Mhm. Spachtel ist da zum Kletten, dass man es aus ebenen kann und fertig, weil... Ja, also haben die einfach zu viel drauf und unnötig. Ja, und teilweise ja unnötige Schleifpapier verhämmern. Also auch die Schweißpunkte hier hin, dadurch, dass alles mit Schutzgas neu gepunktet worden ist, ist das eigentlich totaler Blödsinn. Also ich werde jetzt mit meinem Elmatec-Roboter nochmal alles nacharbeiten, okay, dass das nochmal richtig anliegt, aber fachlich richtig gesehen müsste es raus, aber naja, was willst du jetzt machen? Ne? Du kannst jetzt aus dem... Ja. Scheißhaufen, kein Goldbahn machen. In das schneide ich raus. Ist kein Scheißhaufen. Nee, aber dadurch, dass wir ja mit unserem Wachstum arbeiten, versiegelt das alles hier innen drin. Ja. Dann ist das eigentlich eine gute Sache. Okay. Aber das ganze Geschmodder hier, das kommt alles wieder runter. Ja. Ja. Also für die linke Seite, muss ich sagen, ist vom Blech her überschaubar, was man mache. Mhm. Die linke Seite ist wegen der Achsaufnahme halt, wo ich als erstes angefangen habe, weil das die schlimmste Stelle ist. Ja. Ja, oder hier so Sachen, die werden dann halt nochmal verschliffen. Überarbeitet, hier liegt auch Blech. Das Blech sogar geschweißt. Ja. Also das muss man halt nochmal sauber verschleifen. Ich bin ja ein Fan von, wenn man das unsichtbar arbeitet. Ja, sieht. Auf jeden Fall. Ja. Ist genauso wie jetzt hier das Blech, das ist zwar hier verpunktet und da außen auch, aber in der Mitte, wo es eigentlich sein soll, ist halt nicht viel. Ne? Ja. Oh je. Eingeschweißt, aber das hier nicht dran nicht bearbeitet. Ist auch schade. Ja. Das sind die jetzt waren halt, ja auch, das war neu, das war neu. Ja. Das sind jetzt die Stellen, die man halt nochmal alles überarbeiten muss. Mhm. Ja. Und dann halt auf der anderen Seite, wenn wir jetzt auf der Höhe sind,
Hier, das schaut, was sagst du dazu? Das ist jetzt für mich als Laie. Kriegt man das, ist doch auch scheiße. Ja, oder? Das würde ich jetzt halt mit der Sandstrahlpistole einmal durchstrahlen und sauber machen, aber ja, das ist jetzt vom lange Rumstehen halt, ne? Weil das jetzt offenporig ist quasi und nicht grundiert, weil die Grundierung ist jetzt hier in der Pfalz, in der Kante drin, ist gar nichts. Und deswegen gammelt das jetzt da. Hm. Und wenn das jetzt gescheit zugeschmiert worden wäre mit Grundierung, dann wäre da gar nichts passiert, aber... Weil original rosten die am Aufprallträger nicht, die rosten immer hier im Frontblechbereich drunter. Ja. Schade. Aber das kann man überarbeiten, das ist nicht das Zauberwerk. Aber das Kniestück hier im Gesamten schmeiß ich raus, also das klären wir jetzt dann auch gleich, weil das hier durch ist. Also hier braucht man nicht mehr viel, das ist ja da, wo der Sicherheitsgurt dran hängt. Ja, und vor allem dann ist unser ja das Schmutze mit dem Pflaster, wo da drauf ist. Pflaster, genau. Und dann ist ja hier schon wieder die Naht offen. Ne? Ja. Also das heißt, da wo das Wasser reingeht, da ist auch definitiv der Rost dazwischen. Ja. Und dann kann man das komplette Kniestück einfach nochmal ersetzen und den Einstieg nochmal überarbeiten und dann passt das aber alles wieder. Und dann hast du auch länger Freude mit deiner Frau, weißt? Und das hier kann man dann auch gleich nochmal sauber bearbeiten. Weil die Aufnahme ist ja auch nicht so dolle da drin, ne? Ja. Zeige ich dir dann von unten gleich. Aber vom Ding her ist das nicht so dolle. Ja. Ja. Also es sind viele kleine kosmetische Arbeiten, wo überschaubar sind, aber wo jetzt halt doch nochmal von der Arbeit her Arbeit machen. Ja. Hätten wir es gleich richtig gemacht, hätten wir Ruhe. Ja. Ja. So, wir sind jetzt schon mal ein bisschen ums Auto rumgegangen. Sehr viele Baustellen, die schon bekannt waren. Auch ein paar kleine neue Baustellen sind dazugekommen. Mit dem Spachtel, keine Ahnung, was die gemacht haben. Viel zu viel. Irgendwie auch ja, so, dass wir es jetzt sowieso runter machen mussten, weil wir ja auf dem Transport nicht vermeiden konnten, dass es nass wurde. Also das ist jetzt auf jeden Fall mal das Richtige gewesen. Aber so richtig durchdacht war da vieles nicht. Also wie gesagt, hier hat man ja gesehen, da mit der Achsaufnahme wurde ein bisschen komisch was betrieben. Aber ich habe es euch jetzt gezeigt, auf jeden Fall ist da viel zu tun. Und was auch spannend war, der Patrick hat die Bremse hinten geöffnet. Ja, die Trommel und da war irgendwie nichts drin. Also hier fehlt komplett alle Federn. Also der eine Belag fehlt auf der Seite, die Federn fehlen. Genau. Also, ja. Die hatten das quasi draußen, haben es wahrscheinlich nicht mehr zusammenbekommen, keine Ahnung, auf jeden Fall einfach wieder draufgesteckt. Und ja, man muss es sich sowieso anschauen, das ist auch alt, das ist klar, dass man sowas neu macht, aber es ist halt sehr ärgerlich, weil hier oben ist eigentlich noch irgendwie so eine Bremsleitung, die fehlt. Und das sind so viele Kleinigkeiten, wo man eigentlich sagen muss, das muss alles komplett überholt werden. Irgendwann hatte ich mal den Traum von der 16 Zoll Schwinge, aber jetzt kommen da so viel extra Kosten dazu, mit denen ich nicht geplant habe. Das heißt, wahrscheinlich überarbeiten wir die. Nein? Wir machen die Schwinge rein. Welche Schwinge? Die 16 Zoll. Okay, davon weiß die ich noch nichts. Die sind auch in Abfüllungsspeise. Oh no. Aber die machen wir rein. Okay, wir machen die 16 Zoll aus, das müssen wir noch klären. ja, wir schauen jetzt mal weiter. Bis später. Faule. Das Loch ist nicht original, das ist original. Ja. Ja, hier haben sie irgendwie schon mal so eine Masse hingeschmiert, wo auch nicht original ist. Ja. Und auf der anderen Seite ist das nicht original und das nicht original. Oh, ja, da erkennt das Loch wiederum ist ja original. Warte, darf ich mal die Lampe kurz? Da, genau, das untere Loch ist original und die zwei Löcher da oben sind Lüftung. Rostfraß, ja. Rostfraß. Autsch. Ja. Und dasselbe ist jetzt mit dem Ankerblech dann. Ne, das da. Hier ist überall schon durch. Also ist nur noch haaresdicke, wenn überhaupt. Ne? Und deswegen schmeißt man die halt mit raus. Ja. Weil wenn die jetzt Sandstrahle tust, sind sie dann auch eh nur noch emmentaler Käse. Ja. Viele kleine Baustellen.
Praxis, selbes Spiel. Natürlich auch durch die Standzeit ist da einiges kaputt gegangen. Wie die das genau ausgebaut haben, können wir uns jetzt gerade selber nicht so erschließen. Aber es muss ja draußen gewesen sein, um hier den Längsträger zu schweißen. Ist der wenigstens einigermaßen? Das sieht einigermaßen gut aus, ja. Okay. Werden wir aber auch nochmal nacharbeiten mit unserem Roboter, weil der drückt ja die Bleche schön zusammen. Okay. Einfach, dass wir nochmal aus Sicherheitsgründen das gemacht haben. Ja. Ja, sicher, sicher. Ja. Aber die Schweißnaht hier sieht eigentlich relativ gut aus. Also für das, okay, dass sie nicht verschliffen ist, ist sie ganz okay. Okay. Ja. Wichtig ist ja, dass der Einbrand gut ist. Ja. Alles ist ja auch nicht schlecht. Also man kann jetzt ja nicht sagen, dass das eine Vollkatastrophe ist. Also es ist eine Katastrophe, weil viel Geld versenkt wurde, aber zumindest hat das jemand gemacht, der nicht zum ersten Mal geschweißt hat. Denke ich mal. Denke ich auch. Ja, mal. Okay. Ja, dann hast du halt Achsmantel, Spurstangekopf. Also die sind ja hier, die haben ja nichts mehr an Fett drin. Ja. Lenkmanschetten vorne. Kann man ja gleich dann komplett tauschen bei der Servo. Genau. Ja, das ist ja nichts mehr. Dann die Achsmanschette ist auch durch. Ja. Kann jetzt natürlich sein, durchs Differential. Ja, der Spurstangenkopf hat auch keine Belastung mehr. Das ist ja, das heißt, Fahrwerk muss man eigentlich komplett machen, ja, vorne, hinten. Halt diese Gipfelbleche, die sind halt komplett marode. Ja. Also ja, es gibt Leute, die fahren ohne die Dinger. Es gibt Leute, die sagen, sie müssen mit den Dingern fahren. Ich fahre lieber gern mit denen, weil bei uns hier in Baden-Württemberg macht der TÜV da schon ein bisschen Theater, wenn die nicht vorhanden sind. Ja. Nee, aber ich sag mal, so Sachen wie Achsmanschetten und so weiter sind ja noch Kleinigkeiten im Gegensatz zum Rest. Ja. Okay. Bremsschläuche weiß ich gar nicht. Die sind eigentlich noch nicht so alt aus, weißt du? Also jetzt gleich hier zum Beispiel, da kann man ja noch lesen, dass der von 14 ist, aber ich meine, wenn wir eh neue Bremsflüssigkeit machen, dann macht man die neu. Das sind jetzt wenig Artikel, sage ich. Ja. Ja, dann machen wir uns mal jetzt eine kleine Liste, ne? Einen kleinen Überblick und dann ziehen wir einen Strich und schauen, was rauskommt. Okay. Gut, jetzt drehe ich mich nochmal um mit der Kamera. Was soll ich sagen? Auf jeden Fall, klar, wie erwartet, sehr, sehr viel Arbeit. Das habe ich, glaube ich, schon tausendmal gesagt. Teilweise wurde halt ein bisschen gepusht, auch ärgerlich. Was jetzt für mich gerade so ein bisschen der Punkt ist, Patrick sagt jetzt, okay, hinten kannst du gleich auf Scheibenbremse umbauen, kannst gleich die 16 Zoll Schwing nehmen. Da bin ich mir halt noch unsicher, weil da muss ich auch ehrlich sein und auch euch sagen, ich habe schon mal geguckt, 16 Zoll Schwing von Cycle kosten ein Vermögen, sind schwer, keine Ahnung, ob ich das machen soll. Auf Scheibenbremse umbauen, da gibt es dann auch irgendwelche Umbausets und so weiter, habe ich auch schon oft gehört, aber sind halt alles so Kosten. Klar hat man dann irgendwie was Besseres, aber das ist wie wenn man ein Haus baut für sich selber, dann sagt man auch, okay, ich nehme die teuren Fliesen, ich nehme die teuren, keine Ahnung, Türen. Aber so versucht man sich das Ganze ja auch immer ein bisschen schön zu reden. Deswegen will ich jetzt mal gucken, was für uns tatsächlich Sinn macht, weil wir wollen ja, wie gesagt, damit reisen und es macht keinen Sinn, meiner Meinung nach, das komplette Geld da jetzt zu versenken, dass man einen wunderschönen T3 Synchro hat und dann am Ende sagt man sich so im Gelände, ja, ich weiß nicht so recht, soll ich da jetzt reinfahren? Nicht, keine Ahnung, mache ich was kaputt. Auf jeden Fall sehr schwierig, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, hilft ja nichts. Also war klar, dass ich natürlich hier noch sehr viel Zeit verbringe. Patrick und ich sind jetzt gerade hier schon ein bisschen am Philosophieren. Das ist sein Synchro, den er sich aufbauen möchte. Wenn das so kommt, wie er sagt, dann wird er auf jeden Fall mega auffällig, sehr geil. Da hinten steht noch ein Carthago Zwitterdach. Wurde mir mal angeboten vor kurzem für 2000 oder 2500. Habe ich nicht genommen, aber das gefällt mir eigentlich auch schon ziemlich gut. Da ist auch noch ein T3. Erkennt man? Jo. Und ja, an sich steht hier viel Zeug rum, was mit T3 zu tun hat. Da genau ist noch ein ganz wilder Multivan, der hat auf jeden Fall sehr viel Arbeit vor sich. Ja, nee, also ich bin jetzt mal wieder, wie ich das auch schon in meinem letzten Video gesagt habe, immer so zwischen verzweifelt und wird schon irgendwie. Hast du noch Bock? Ja. Wir machen gerne T3s. Ja, nee, also wie gesagt, ich habe es schon mehrfach gesagt, alleine glaube ich, hätte ich jetzt schon wieder an dem Punkt keinen Bock mehr, aber denke, wir kriegen das zusammen hin und man ist auch immer bei der Arbeit am Verzweifeln, warum auch nicht. Ja, gehört dazu. Ohne das passt ja nicht. Ja, nee, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ein kleiner Überblick, wie es aktuell beim T3 aussieht, was die Baustellen sind und ja, schaut gerne mal beim Patrick auf.
mittlerweile. Ich glaube, der postet ab jetzt dann auch ein paar Sachen, ein paar Updates von uns. Nach dem Urlaub. Machen wir aber. Genau, aber wir halten euch auf dem Stand. Genau, also dann danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kanal abonnieren würde mich sehr freuen. Und wir hören uns. Ciao. Ciao. Katastrophe, ey.